Ökonomie, Nachhaltigkeit und Gesellschaftsgestaltung. Ich bin Diplompädagogin und die Fragen im Sozialwesen sind das, was mich umtreiben und mit denen ich mich auch am liebsten beschäftige. So, wie kann man soziale Arbeit anders gestalten? Wovon ist soziale Arbeit im Rahmen der Ökonomisierung geprägt? Das sind so Sachen, die mich umtreiben. Ich habe mich in meiner beruflichen Praxis bin ich immer wieder an Grenzen geraten und an strukturelle Grenzen, an finanzielle Grenzen und habe mich gefragt, warum Rahmenbedingungen so sind. Also warum gibt es nicht mehr Gestaltungsmöglichkeiten, benachteiligte Menschen besser auszustatten, besser zu supporten. Und das hat mich dann zu der Frage gebracht, was ist das übergeordnete Thema oder wodurch sind die Grenzen gesetzt? Und das war das Thema Ökonomie. Und weil ich mich damit eigentlich nie beschäftigen wollte, habe ich das immer ein bisschen geschoben. Aber letztlich habe ich erkannt, dass Ökonomie ein ganz wichtiger Faktor ist, was begrenzt. Und so bin ich dann am Ende hier gelandet mit dieser Verzahnung Ökonomie, Nachhaltigkeit und Gesellschaftsgestaltung mit dem Aspekt, dass alles miteinander verwoben ist. Meine Motivation ist, Menschen, die aufgrund ihrer Lebensbedingungen am Rand der Gesellschaft stehen, mehr in die Gesellschaft mit einzubringen. Und das natürlich geprägt durch mein bisheriges Studium oder auch durch meine Ausbildung und meine berufliche Praxis. Ja, besonders ist das, was ich schon formuliert habe, diese Verzahnung der Themen. Also es wird nicht getrennt betrachtet, sondern viele berufliche Hintergründe, viele Fachlichkeiten kommen zusammen und werden zusammen betrachtet und gehen dann ineinander über und sind verwoben. Und ich denke, das ist auch das, wie strukturelle Probleme oder Lösungen gefunden werden können, wenn viele Fachlichkeiten zusammensitzen und vernetzt miteinander arbeiten. Es sind drei Aspekte, die alle miteinander verwoben sind für mich. Es ist die Ökonomie, die Grenzen setzt oder die anders gestaltet werden kann. Es ist der Aspekt der Nachhaltigkeit, wie kann oder muss Gesellschaft auch Richtung Klimawandel gestaltet werden. Und umschließt einfach alles so sozusagen. Es ist für mich so eine Quintessenz, diese drei Schlagworte von dem, was quasi in der Transformation stattfinden sollte. Ja, neu gelernt, das ist das Seminar der Kultur- und Ideengeschichte, wo es darum ging, die geschichtliche Entwicklung der Wirtschaftswissenschaften zu lernen. Also wo ist wann was historisch entstanden, was waren Marker und auch wie wurden Sachen einfach gesetzt so, und haben dann sich so entwickeln können, dass sie jetzt die Wirtschaft in Form von Vermarktlichung oder Ökonomisierung gestalten können. Das ist so die Quintessenz dessen, was ich bisher mitnehme. Also ich wünsche mir, dass Menschen unterschiedlicher Glaubensrichtungen gut und friedlich miteinander leben und nicht nur auf Religionsgemeinschaften, sondern alle Menschen eine Form von Anerkennung genießen oder sich gegenseitig geben im Sinne der gegenseitigen Wertschätzung und wirtschaftliche Gestaltungen sich ändern hin, dass es nicht immer mehr für einzelne Menschen sein soll, sondern dahingehend, dass alle Menschen gut versorgt sind und ein gutes Leben haben.